Unser erstes Ziel ist das Festgelände des Dorfes. Es liegt direkt neben der Schornsteinfegerinnung Kassel und wird für das größte Fest des Jahres benötigt, für die Zeltkirmes Wollrode. An dem letzten Septemberwochenende finden sich von Jahr zu Jahr über 1000 Kirmeslustige zusammen, um das Fest, das aus dem Mittelalter kommt, zu feiern. Die erste Kirmes in Wollrode war im Jahre 1948 und wird bis heute von einer Burschenschaft gepflegt. Das Kirmeslogo des Teams ist seine Ente. Die Ente ist ein Symbol des Dorfes und ist auch in der Dorfflagge verankert.